doch so zahlreich gekommen seid in Zeiten von ChatGPT und uSeem und auch nochmal gucken wollt, wie man Module schreibt. Wir gucken uns heute an, also wie man von Beginn an ein Modul schreibt, beziehungsweise von Beginn ist ein bisschen übertrieben, weil meine Empfehlung auf jeden Fall ist, mit einem Basismodul anzufangen, was man am besten einfach dupliziert aus Joomla heraus. Dazu kommen wir aber gleich. Erstmal etwas zu mir. Ich bin Jules Weigel. Ich bin Grafikdesigner hauptsächlich gewesen, mache aber mittlerweile nur noch Webdevelopment. Hab 2007 ein Unternehmen gegründet, Caro3, und arbeite da halt in Berlin. Und wir haben uns spezialisiert auf individuelle Lösungen, das heißt individuelles Design. Bei uns gibt es keine vorgefertigten Templates oder irgendetwas in der Richtung. Und halt auch dementsprechend auch individuelle Lösungen bedeutet auch individuelle Erweiterungen, die ich dann schreibe für den Kunden. Genau, und dann legen wir einfach gleich los. Also, Modulentwicklung. Warum möchte ich ein Modul zum Beispiel entwickeln? Ich habe hier eine alte Seite von mir, die ich schon auf Joomla 4, schon ist gut, auf Joomla 4 geupgradet habe. Da geht es um Personalmanagement, das heißt, da gibt es verschiedene Stellenangebote und jetzt könnte man überlegen, man möchte ein Firmenprofil anlegen und möchte halt, dass an der Sidebar immer ein Firmenprofil ist. Und es wäre ja jetzt, man kann das natürlich mit Custom Field zum Beispiel auch machen, aber wenn ich jedes Mal immer dasselbe Unternehmen eintragen muss und muss es dann überall wieder ändern, weil sich irgendetwas geändert hat in dem Unternehmen, wäre ja anstrengend. Und aus diesem Grund machen wir jetzt einfach ein Modul, was halt so ein paar Daten anzeigt. Die einfachste Herangehensweise ist in dem Fall, wie gesagt, ich beginne damit. Das ist jetzt eine Joomla-Installation. Aber vielleicht erstmal die Frage, wer hat schon mal ein Template geschrieben von euch? Okay, wer hat schon mal ein Modul geschrieben? Okay. So, also, wir wollen ein relativ simples Modul, also fangen wir mit dem simpelsten Modul an. Das Mod Custom und ich dupliziere es jetzt einfach halt in den Modulordner rein. Darf jetzt hier den Namen ändern und ich fange an, und würde ich auch immer empfehlen, mit dem Firmennamen oder mit dem Kürzel des Firmennamens. Aus dem Grund heraus, wenn die Extension Library ein Modul hat mit demselben Namen, das wäre natürlich problematisch. Dementsprechend, um das sicher zu gehen, ergänze ich das mit meinem Firmennamen. Ach ja, ich glaube an der Stelle nicht. Ich glaube, bei PHP Storm kann ich das nicht. Es sei denn, ich ändere die Auflösung vom Bildschirm. Ich glaube, das wäre eine Möglichkeit. Aber ja, das ist ja nur ein kurzer Moment. So, ich schreibe dann also jetzt Company. Außerdem ist es ganz nice, wenn man dann halt die ganzen Caro3-Module halt untereinander hat. Jetzt haben wir das Modul dupliziert und können uns das anschauen und wir sehen, wir haben jetzt hier eine Manifestdatei. Ja, das sieht man relativ schlecht. Also da steht halt jetzt die Mod Custom XML. Und dann gibt es die Hauptmoduldatei. Und dann gibt es halt die Template-Datei. Was hier noch drin fehlt, und das holen wir uns gleich rüber, sind die Language-Dateien und die hole ich mir jetzt halt aus dem DE-Ordner raus. Kopiere die also auch einfach rüber. Mache vorher einen neuen Ordner. Und füge die da ein. So. Der nächste Schritt, den man machen muss, ist, wir haben jetzt halt logischerweise noch überall Mod Custom drin. Das heißt, das muss ich jetzt erstmal ändern. Das heißt, ich passe jetzt hier die Dateinamen an. Refactor, Rename.
Und die müssen genauso heißen wie das Modul, also wie den Ordner, den wir gerade erstellt hatten. Ja, und dann halt auch die Language Files entsprechend umbenennen. Hier gibt es zwei Files, einmal das Sys-File, was halt für die Installation vor allem gedacht ist, in dem wir dann später auch noch ein bisschen reinschreiben werden. So, nächster Schritt ist, wir haben natürlich jetzt auch überall in den Dateien, steht ja jetzt hier noch, das kann ich jetzt größer machen, steht jetzt hier Mod Custom noch drin. Das heißt, das muss ich jetzt erstmal ersetzen. Das heißt, ich gehe jetzt hier einfach rein und sage Replace in Files, sage Mod Custom und ich sage hier Mod Caro 3 Company. Das ist jetzt PHP Storm. Wichtig ist es, dass ich jetzt hier diesen Match Case habe. Das heißt, er guckt nach, ob die Groß- und Kleinschreibung auch passt. Genau, und jetzt sage ich einfach Replace All. Also ich kann hier theoretisch auch gleich gucken, welche Sachen er umbenennt. Aber das ist jetzt nicht so spannend. Und jetzt müssen wir dasselbe nochmal in Großschreibung, Schreibweise machen. Also Mod Custom groß geschrieben. So, die Großschreibweisung ist übrigens für die Language Strings. Es gäbe noch die Camel Case Schreibweise, aber die haben wir in einem Modul nicht. Also in diesem kleinen Modul nicht, sagen wir so. Replace all. So, nun haben wir schon mal ein Part eigentlich geschafft. Jetzt könnten wir theoretisch die Erweiterung schon installieren und das würde soweit funktionieren, aber passen wir schon mal ein bisschen das Manifest an. Also das Manifest ist quasi die Installationsdatei. Dort stelle ich alles ein, was ich brauche an Feldern, was ich welche Dateien ich hochladen möchte und so weiter. Die gehen wir jetzt einfach mal Stück für Stück durch. Als erstes sagen wir, es ist eine XML mit der Codierung UTF-8. Dann haben wir hier ein Element vom Typ, also ein Element Extension. Da haben wir drin stehen die Attribute, dass es ein Typ Modul ist und dass es Client-Side ist. Das heißt, Client-Side bedeutet, es ist fürs Frontend und nicht fürs Backend. Und das hier ist auch wichtig. Massive Upgrade, das macht, dass ich, wenn ich jetzt was neu installiere, es dann drüber gebügelt wird und keine Fehlermeldung kommt, sondern einfach die alten Dateien ersetzt werden entsprechend. So. Hier haben wir schon den Namen drin. Das ist quasi der Name, wie er im System heißt. Dann können wir jetzt hier noch den Autor ändern. Wir können das Datum ändern. Das Copyright können wir ändern. Auch wenn das jetzt nicht so wichtig ist, aber machen wir das einfach mal. Dann kommt die Lizenz. Lizenz ist so ein Ding. Da könnt ihr nicht so viele Varianten nehmen. Joomla ist bekanntermaßen Open Source. Das heißt, alles, was man für Joomla schreibt, muss auch Open Source sein. Dann halt noch die E-Mail-Adresse ändern. Machen wir das einfach mal. Ups. Die Versionsnummer ändern, weil es ist ja die erste Version. Und hier kommen wir zum ersten Language String. Das heißt, jetzt können wir hier reingehen in die Language Files. Ups. Und könnten jetzt, na, warum springt er mal wieder zurück? Und können jetzt hier die Description ändern. Sind wir aber jetzt gerade erstmal zu faul. Aber wir ändern auf jeden Fall schon mal den Namen. Das heißt, wir haben jetzt hier
Der Language String mit dem Namen des Moduls ist immer in Verwendung für den Namen, wenn man jetzt das Modul sucht zum Beispiel. Das müssen wir in beiden Dateien ändern. So, soweit so gut. Gehen wir wieder zurück zum Manifest. Dann haben wir hier Custom Content. Das ist so eine kleine Besonderheit von dem Content-Modul. Das hat halt ein mit diesem Befehl erzeuge ich dieses Editor-Feld. Das lassen wir erstmal so drin. Dann haben wir hier die Dateien, die er hochladen soll. Da haben wir einmal halt die Hauptmoduldatei, die auch als solches gekennzeichnet ist. Dann haben wir hier den Temple-Folder, wo halt das Template des Moduls drin ist. Und dann ergänze ich immer ganz gerne nochmal hier alle Ordner, die ich auch bei der Installation brauche. Das heißt, ich schreibe jetzt hier auch Language rein. Warum mache ich das? Ich mache das dann, wenn ich jetzt das zippen würde, hochladen würde, dann würde ja die Language-Files natürlich in den Language-Ordner reinschieben und würde sie aus diesem Modul-Ordner rausholen. Ich bin faul. Das heißt, wenn ich jetzt das installiert habe, will dieses Modul für irgendeinen anderen Kunden nochmal nutzen, müsste ich mir die Dateien wieder zusammensuchen. Das brauche ich halt an der Stelle nicht. Wenn ich hier Language sage, dann legt das auch in den Modulordner einfach ab. Dann haben wir hier die also die Sprachen, in denen es gibt. Wir haben jetzt nur die deutsche, dementsprechend ändere ich hier den Language Tag. Ups. Und wir ändern auch hier den Language Tag. So, dann geht's hier weiter. Hier haben wir einen Hinweis für die Hilfeseite. Können wir gleich rauslöschen. Das ist für die Joomla-Hilfeseite. Und da wir da keine haben, können wir das einfach so rausschmeißen. So, jetzt haben wir erstmal so ein bisschen aufgeräumt. Jetzt kommen hier noch die Parameter. Das heißt, das ist das, was man an Konfigurationen hat. Wir haben ja hier Options, das ist das, was ich dann halt der Reiter Options, da wo ich sagen kann, ich möchte gerne ein Hintergrundbild haben oder nicht. So, für unser Modul brauchen wir dieses Feld nicht. Wir wollen jetzt hier nicht Content Prepare nutzen. Deswegen schmeiße ich einfach das gleich raus. Ich könnte auch jetzt Hintergrundbild rausnehmen, aber vielleicht wollen wir später nochmal ein Hintergrundbild haben. Lassen wir es einfach erstmal drin. Dadurch, dass wir entschieden haben, Content Prepare nicht zu nutzen, können wir das auch gleich in der Hauptdatei rausnehmen. Die Modul-Hauptdatei ist bei dem vom Custom sehr übersichtlich. Wir haben hier einmal die typische Zeile, die ihr wahrscheinlich alle kennt, die für die Sicherheit notwendig ist. Dann holen wir uns drei Klassen. Den Module Helper, den HTML Helper und den Plugin Helper. Das ist halt, wobei wir diese beiden schon nicht mehr brauchen, weil wir das Content Prepare gar nicht nutzen wollen. Auch diese Zeilen brauchen wir nicht, weil wir wollen kein Content Prepare. Also hier in diesen Zeilen hat er nur abgefragt, ist Content Prepare an, dann mach Content Prepare sozusagen. Okay, also lösche ich es raus. Und am Ende bleibt nur noch eine Zeile übrig. Wo ich sage, okay, hol mir das Layout vom Module Cow Company und er soll das Layout nehmen, was in der Einstellung in den Parametern vom Modul drin stehen und als Default soll er Default nehmen. Also dementsprechend ist das hier die Default. Na. Gut, soweit so gut. Können wir erstmal loslegen. Das heißt, wir wechseln wieder zur Seite. Ja.
loggen wir uns ein und gehen ins System rein und gehen auf Überprüfen und sehen, siehe da, da gibt es schon ein, da gibt es ein Modul, das mir vorgeschlagen wird. Ich hätte es jetzt auch verpacken können und hochladen können. Da es aber in dem Modulordner schon drin war, findet Joomla das und sagt, hey, ich habe hier ein Modul, das wurde noch nicht installiert, willst du es installieren? Also sage ich, klar. Und schon haben wir unser Modul parat. Ich kann jetzt hier auf Neu gehen und kann hier eigenes Firmenmodul auswählen. Ich kann jetzt hier Firma reintragen. Dann haben wir hier die Sidebar. Und dann schreiben wir erstmal nur Test rein. So, wunderbar. Soweit, so gut. Es funktioniert. Das heißt, jetzt wollen wir das, wovon wir am Anfang geredet haben. Wir wollen die extra Felder. Also das hat auch aus dem Grund nicht nur, dass wir jetzt nicht das Editor-Feld benutzen, weil wir da besonders kompliziert sein wollen, sondern wir wollen vielleicht auch ein bisschen mehr Layout bei diesen einzelnen Elementen reinstecken. Etwas, was mit dem Editor vielleicht ein bisschen zu komplex geworden wäre, und dementsprechend ist es da sinnvoller, mit extra Feldern zu arbeiten. Gut, gehen wir also wieder zurück zu unserem Modul. Gehen wieder in unser Manifest und erstmal entscheiden wir, wir brauchen dieses extra Editor-Feld, brauchen wir gar nicht. Schmeißen wir raus. So, und dann erstelle ich ein neues Fieldset. Wie gesagt, Fieldsets sind die Tabs in den Backendern. Und dieses Fieldset kriegt den Namen Basic. Basic ist der erste Tab, also das Modul-Tab. So, und jetzt erstellen wir Felder. Das heißt, Felder erstelle ich, indem ich hier einfach Field-Elemente hinzufüge. So, geben wir dem einen Name. Das ist der Name, wie er im System genutzt wird, also wie ich dann später die Einstellung aufrufen kann. Da nehme ich jetzt einfach Company Name. Dann sage ich, es ist vom Type Text. Und dann sage ich, es braucht noch ein Label, ansonsten weiß ja niemand, wofür dieses Feld da ist. Und da könnte ich jetzt direkt einen Language String reinnehmen, aber machen wir uns das erstmal einfacher und sagen Firmenname. So, dann duplizieren wir uns das einfach gleich nochmal, machen noch ein Company Address vom Type Editor. Und Adresse. Und dann beim Typen Editor musst du nochmal, wenn ihr HTML nutzen wollt, müsst ihr ihm das auch sagen. Müsst also ihm sagen, wie er den Inhalt filtern soll. Und da sage ich entsprechend Save HTML. So, nun dupliziere ich das Feld ein weiteres Mal und mache jetzt noch Type vom Typ List. Label ist Typ. Filter wollen wir jetzt an der Stelle nicht. Also Typ List ist quasi das Select-Feld. Und bei denen brauchen wir jetzt nochmal hier Option. Die Option besteht immer aus einmal den Value. Das heißt, hier trage ich zum Beispiel Bäckerei ein, wenn ich das hinkriege. Ich krieg's nicht hin. Dupliziere die Zeile. Machen wir Supermarkt. Okay. So, jetzt haben wir hier ein paar nette Felder und wenn ich jetzt hier rübergehe, ich habe es jetzt nicht neu installiert, aber ich habe einfach direkt in dem Modul gearbeitet, dementsprechend muss ich es nicht neu installieren.
und habe jetzt hier die drei Felder, die ich angelegt habe. Man kann jetzt hier entsprechend Edeka eintragen, kann jetzt hier Karl-Marx-Straße zum Beispiel eintragen. Die Wahrscheinlichkeit, dass da ein Edeka ist, sehr hoch. Und nehmen wir noch eine Postleitzahl dazu. Und sagen, es ist ein Supermarkt. Speichern. Und hier tut sich natürlich nichts, weil ich habe ja das Template-Datei gar nicht angepasst. Aber interessant zu sehen, ich sehe hier natürlich auch noch das Test, was ich vorhin in den Editor eingetragen habe. Ich habe nur das Editor-Feld rausgelöscht, ohne den Inhalt vorzulöschen. Jetzt kann ich natürlich das Editor-Feld wieder erstellen, aber spaßeshalber gehen wir mal in die Datenbank und gucken uns mal an, wie das überhaupt alles aussieht. So. Das heißt, hier sehen wir den Datensatz, den ein Modul erzeugt. Wir haben hier einmal den Namen von dem Modul, jetzt Firma. Hier haben wir das, den Inhalt, den wir in den Content eingetragen, also in dieses Editor-Feld voreingetragen haben. Und dann haben wir hier alle Sachen, die wir in den Extra-Feldern haben. Das heißt, die Extra-Felder speichert er in JSON in den Params ab. Und ich gehe jetzt hier einfach rein und lösche jetzt das raus. Aus der Datenbank, und wenn ich das jetzt hier neu lade, ist Test weg. Nun passen wir das Template an. Das heißt, wir gehen jetzt in das Default Template rein. Können hier auch erstmal wieder aufräumen. Wie gesagt, ich will jetzt nicht zu viel Zeit darin aufwenden. Wir machen jetzt ein Echo und sagen, wir wollen ein Echo von den Params. Und da wollen wir ein Get machen. Und jetzt sagen wir das, was wir vorher eingegeben hatten. Also in dem Fall war das Company Name. Haben jetzt hier Company Address. Und haben hier Type. So, gehen wir wieder rüber, aktualisieren und siehe da, es ist alles da, wie wir es hatten. Jetzt könnte man natürlich noch mehr Gestaltung machen, aber sparen wir uns jetzt für diesen Moment. So weit, so gut. Jetzt haben wir schon mal etwas, womit wir arbeiten können. Wir haben wirklich wenige Minuten dafür gebraucht und haben schon mal etwas zusammen. Jetzt können wir die Sache noch etwas interessanter machen. Wir können jetzt anfangen zum Beispiel zu sagen, ich möchte gerne einen Slider mit Firmen haben. Entsprechend mache ich jetzt hier ein neues Field-Element vom, also erstmal wie immer trage ich den Namen ein, Companies nennen wir das mal. Das ist dann vom Typen Subform. Und ein Label geben wir dem auch. Und ich glaube, Multiply gleich True muss man auch noch mitgeben, damit ich mehrere Elemente anlegen kann. Und dann muss ich ihm jetzt noch ein Form-Element geben. Und in diesen Form-Element packe ich jetzt alle Felder rein, die ich davor erstellt habe. So, gehe wieder rüber in mein Modul und sehe, ich habe offensichtlich einen Fehler gemacht, weil ich kriege immer noch den Datensatz nur einmal angezeigt. Das ist doch ein guter Hinweis an der Stelle. es gibt jede Menge Feldtypen und man kann sich nicht alles merken. Dementsprechend lohnt es sich hier mal reinzugucken, also in die Dokumentation von Joomla und reinzugucken, was für Feldertypen ich jetzt hier gerade haben möchte. Und ich möchte gerne Subform und gucken, wie mein Multiple. Nah dran, aber doch so fern.
So, jetzt haben wir hier dieses wunderschöne Plus. Kann jetzt hier entsprechend Edeka eingeben, Test, Supermarkt und kann hier noch ein Element erzeugen und kann sagen Rewe, Test 2. Ja, Rewe machen wir zu einer Bäckerei. Speichern ab. Jetzt haben wir also unsere Felder natürlich wieder verändert. Jetzt gehen wir und erstellen ein Slider-Element. Um jetzt Zeit zu sparen, habe ich das vorbereitet. Das heißt, ich erzeuge jetzt eine neue Template-Datei. Diese neue Template-Datei ist entsprechend in den TMPL-Ordner. Und weil es ein Slider ist, brauche ich ja auch CSS und JavaScript. Die habe ich auch vorbereitet. Ich nutze da gerne Splite. Also ich benutze kein Bootstrap und Co. Deswegen, ich benutze immer nur Vanilla JavaScript und Splite ist ein netter kleiner Slider. Den schmeiße ich einfach auch direkt rein in den Ordner und hier haben wir unser CSS und unser JavaScript. Das heißt, im nächsten Schritt müssen wir diese Dateien auch hochladen. In dem richtigen Ordner. Zuallererst auch wieder, das ist überhaupt nicht notwendig, aber ich mag es gerne, wie gesagt, dass alles an einem Ort bleibt und sage Ihnen, er soll den Media-Ordner auch in den Modul-Ordner wieder reinschmeißen. Und jetzt sage ich Ihnen hier Media und sage Ihnen, er soll den Folder Media verwenden und sage Ihnen die Destination ist Mordcaro Company. Also, was macht das? Es guckt in den Ordner Media, das heißt, er hat jetzt hier den Media-Ordner schon vorausgewählt und er sagt, das, was ich jetzt hier zwischen den Media-Tag habe, das soll er in einen Ordner in den Media-Joomla-Verzeichnis packen mit dem Namen Mordcaro Company. Ich könnte jetzt hier die Dateien einzeln aufrufen, aber wir wollen ja alles haben. Dementsprechend kann ich auch einfach hier direkt JS und CSS sagen. So, soweit, so gut. Dann schauen wir uns die Template-Datei genauer an. Was ich hier gemacht habe, ist, zuallererst, ich muss mir eine Klasse holen. Ich muss mir zwei Klassen holen, um genau zu sein, die Factory-Klasse und die URI-Klasse, damit ich dann jetzt hier mir das Application-Objekt holen kann und mir dann jetzt das Document-Objekt holen kann. Nachdem ich das jetzt habe, kann ich sagen Document, Add Stylesheet oder Add Script und gebe ihnen dann einen Pfad zu der jeweiligen Datei und der Pfad zu der jeweiligen Datei. Ja? Ah, sorry. Genau, und gebe Ihnen jetzt den Pfad zu den jeweiligen Dateien in dem jeweiligen Media-Verzeichnis, so wie wir es gerade angelegt haben. Soweit, so schön. Das heißt, was ich jetzt machen muss, ist, ich muss jetzt tatsächlich hier reingehen und muss das dann doch jetzt mal komprimieren. Und dann kann ich jetzt es installieren, wie jeder gesunde Mensch das tun würde. So, jetzt habe ich das geupdatet. Das heißt, jetzt ist in meinem Media-Ordner ist jetzt, ja. Nutze ich den Web Asset Manager? Den Web Asset Manager? Ja, 9,4, dass du eigentlich da alle Stylesheets so reinlädst, sodass es nicht doppelt lädt. Ja, stimmt. Du hast vollkommen recht. Das wäre die elegantere Methode. Da hast du recht. Ich hatte es mir jetzt in dem Beispiel einfacher gemacht. Ja, hast ja recht.
Gut, also wir haben jetzt den, wir haben jetzt entsprechend, haben wir jetzt hier die Dateien in dem Media-Verzeichnis. Und genau. Und können jetzt entsprechend in unser Modul zurückkehren. Wie haben wir das genannt? Firma. Und ich kann jetzt hier beim Layout Slider auswählen. Also das, da nimmt er jetzt einfach den Dateinamen an der Stelle. Ich kann das speichern. Und wenn ich das jetzt habe, habe ich jetzt hier den Slider. Wie ihr seht, ich habe hier noch den, muss noch den Typen ergänzen. Aber soweit so gut. So, jetzt machen wir die Geschichte mit den Language Strings, um alles mal ein bisschen sauberer zu haben. Das heißt, wir gehen jetzt wieder in unser XML-File und fangen jetzt an, die Sachen hier mit Language String zu ersetzen. Das heißt, ich kopiere mir hier jetzt mal den Anfang schon mal raus. Ich ersetze jetzt hier Firmen mit Mod Carodai Company. Das ist so beginnt man im Idealfall. Sage, ich habe hier jetzt das Field und dann mache ich jetzt hier Companies und gehe jetzt wieder in meine EMEA. Und mache jetzt hier dementsprechend die Strings rein, damit ich das dann später auch in mehreren Sprachen benutzen kann. So. Und das machen wir jetzt auch mit unseren Options. Da, ich glaube, damit macht das Field Option. Bakery. Also rein theoretisch könnte man hier reinschreiben, was man will, aber ich glaube, so schreibt man das am elegantesten. Und hier machen wir also erstmal so den String. So, was ich jetzt noch ändern muss, ist wieder hier. Erstmal muss ich hier noch eine weitere Klasse aufrufen. Und zwar ist das Joomla. Ach, was macht denn jetzt? Joomla. Ne. Hä? Warum will er denn Backslash tragen? Ja, meine Tastatur klemmt manchmal. Ich habe eine Katze zu Hause und die Haare hart sehr viel. und jetzt ist es Language. Und jetzt ist es Text.
So, jetzt kann ich das hier wieder duplizieren. Machen wir Typ. Und hier machen wir, hier müssen wir entsprechend noch sagen, dass ich das jetzt, dass es jetzt ein Language String ist. Damit er das jetzt, den Language String dann am Ende auch ersetzt. Ich glaube, das müsste jetzt passen. Achso, ich habe hier Company Address zu stehen. Company Type meine ich. So, dann haben wir das auch mit den Language soweit gemacht. Eine nette Kleinigkeit noch, ist nicht so aufregend, aber auch immer schön. Ich kann jetzt hier, wenn ich Layout schreibe und Slider schreibe, kann ich jetzt hier Super Slider reinschreiben. Super Slider reinschreiben. Und kann jetzt, wenn ich jetzt hier nochmal reingehe. Habe ich denn das geändert? Hat jemand aufgepasst, was ich falsch gemacht habe? Achso, ich bin auch gerade in der. Es ist, Ich hab die ganze Zeit das ist schon richtig. Ich hab die ganze Zeit in der Moduldatei, ich müsste es jetzt installieren, das Modul nochmal, aber hier muss das stehen am Ende. Also, ich hätte es jetzt auch neu verpacken können und nochmal hochladen können, aber das dauert einen Moment länger. So, jetzt haben wir hier das mit den Language Strings. Und jetzt steht hier auch statt Slider, steht hier Super Slider. So viel zu den Sprachen. Jetzt noch, weil wir auch nicht mehr so viel Zeit haben, ne? Sind nur noch 6 Minuten. Gehen wir nochmal auf, wenn man jetzt ein komplexeres Modul hat, was gibt's da noch zu entdecken? Ein komplexes Modul, was ich ganz spannend finde, ist das Category. Hier haben wir noch eine Helper-Datei. Auch das wird früher oder später in Joomla 4 und Joomla 5 ersetzt durch ein, dass es mit einem Provider eingebaut wird. Aber aktuell nutzt Joomla 4 auch immer noch die Helper-Datei bei den Modulen. Und genauso können wir es genauso dann entsprechend machen. Und was macht die Helper-Datei? Die Helper-Datei holt jetzt bei diesem Modul anhand von den ganzen Filtern, die man gesetzt hat, holt es halt aus der Datenbank die Inhalte heraus. Finde ich ganz schön gemacht bei diesem Modul. Ist, wenn man sich ein bisschen mehr reinfuchst in PHP, kann man sich das durchaus durchlesen und entsprechend seinen Bedürfnissen anpassen. Aber ansonsten ist auch sonst dieses Modul ganz nett zum Anpassen. Weil wir haben zwar schon die ganzen Filter, die toll sind, wir haben auch schon ein paar Optionen, die ganz toll sind, aber rein theoretisch kann dieses Modul mehr. Es holt aus der Datenbank nämlich den kompletten Datensatz des Artikels. Das heißt, man kann auch durchaus einfach noch ein paar Parameter hinzufügen, wo man dann sagen kann, ich möchte gerne noch eine Abfrage haben, ob ich ein Bild anzeigen möchte. Und je nachdem dieser Abfrage entsprechend in dem Modul, was ich dann natürlich selber erstellt habe, noch nachfragen. Und so habe ich das, habe ich zum Beispiel mir auch vor langer Zeit ein Modul geschrieben, was auf Basis von dem Kategorie-Modul ist, was dann auch die Möglichkeit hat, abzufragen, ob ich Custom Fields laden möchte. In dem Fall habe ich dann hier wie mache ich das? Wie lade ich Custom Fields bei diesem Kategorie-Modul? Ich kann hier die Fields Helper Klasse aufrufen und kann dann über diese zwei Zeilen
die Felder so laden, so wie ich sie auch beim Artikel habe. Also so dass ich die Custom Fields auch direkt nutzen kann. Was gibt's noch? Was auch schön ist, was man irgendwann dann, wenn das einen auch nicht mehr ausreicht und auch nicht mehr die Felder ausreichen, die man in Joomla hat an Optionen, dann kann man seine eigenen Felder erstellen. Das heißt, ich habe hier mir eigene Felder erstellt für Artikel, sodass ich Artikel einzeln auswählen kann, dass ich dementsprechend sagen kann, statt ich möchte alle Beiträge mit einem bestimmten Tag oder mit einer bestimmten Kategorie, ich möchte diesen Artikel und ich möchte diesen Artikel und ich möchte diesen Artikel haben. Und so kann man halt Module immer komplexer werden lassen. Da wir jetzt auch nur noch 2 Minuten haben, gibt es noch Fragen? Na denn? Ja. Das Add-Style ist Duplicated Join 4, das würde in 5 nicht mehr laufen. Hat mir PHP Storm gar nicht gesagt. Nee, also ich glaube, das ist schon die neuere Variante. Also es gab noch eine ältere Variante. Als ich von 3 auf 4 geupdatet habe, musste ich da auf jeden Fall eine andere Schreibweise machen. Nee, es ist auch, ich glaube, vorher war es auch unspezifisch, laut meiner Erinnerung. Ich glaube, laut meiner Erinnerung hat man vorher nicht gesagt, das ist ein Stylesheet und das ist ein JavaScript, sondern du hast einfach nur eine Datei gesagt. Ich bin mir nicht mehr so sicher. Ja. Ja, hast du recht. Auf jeden Fall. Habe ich nicht dran gedacht, als ich den Vortrag vorbereitet habe. Ja. Ja, dann würde ich das schließen. Und wenn jemand wissen möchte, wie das mit den Web Assets Manager läuft, kann ich das auch nochmal erklären. So. Das würde ich dann, aber da müsste ich jetzt erstmal, jetzt hier in dem, wüsste ich jetzt das nicht, da müsste ich erstmal ein bisschen in meinen Dateien suchen. Ja. Ich wüsste jetzt nicht, wie schnell ich da jetzt hinkomme. Wir können es uns anschauen am Cassiopeia. Wir können es aber auch wunderbar am Cassiopeia uns anschauen. Das heißt, wir haben hier ein JSON, wo wir halt sagen, welche Dateien werden geladen, wo ich auch mehr Informationen, eine Version hinzufügen kann und so weiter. Ich kann Dependencies einrichten, ich kann also sagen, was soll zuerst geladen werden, was soll später geladen werden. Und dann ist das so, dass ich wo haben wir denn jetzt eben gerade die Template, sehe ich nicht mehr. Entschuldigung, ist auch wieder für euch zu klein wahrscheinlich. Ich suche einfach. Hier, wir müssen nach. Ich müsste jetzt hier mit diesem Namen hier verbunden sein, wenn ich mich recht erinnere. Genau, und dann habe ich hier. Hier hole ich mir. Dann in dem Fall die CSS-Datei aus der JSON heraus. Genau. Das war's.